Michael, Monty, das Paket ist angekommen. Ich werde es gleich öffnen. Vielen Dank. Und an der Stelle möchte ich auch dem Waldbusch-Camper danken. Der hat mir noch diesen Fire Steel geschenkt. Vielen Dank. Werde ich gern gebrauchen. Als Backup habe ich den. Gut, dann mache ich mal das Paket auf. Hallo Benny, viel Spaß beim Spielen. Beim Spielen mit den zwei Messern. Ich freue mich schon auf dein Video. Und oben habe ich die Adresse von Flo hineingeklebt. Liebe Grüße, Michael Monti. Gut, Dankeschön. Das müsste das N-LAN sein. Ja, da ist es. Einmal umschalten. Das N-LAN. Okay, dann werde ich mal damit in Ruhe spielen. Dann wird das mal eine Woche mein EDC. Oh, da sind ordentlich Süßigkeiten. Oh, ja, jetzt verstehe ich deine E-Mail, wo du meintest, hau rein. Vielen Dank. Oh, hier ist es. C-Stahl Sanremo mit dem Backlog. Okay, ich werde mal jedes eine Woche als EDC tragen und dann kommt in zweieinhalb Wochen kommt ein Video, was ich davon halte, weil ich möchte auch wirklich was konkret sagen können. Also das ist vom Gewicht her schwerer, das ist etwas leichter. Ich mag eigentlich dieses Loch als Designelement nicht so richtig. Das Spyderco Pingo, wenn es ein Spyderco wäre, werde ich am liebsten magen. So, naja. Spiele ich mal ein bisschen rum. Ich bin halt kein Folder-Typ, merkt man. Ah, wie geht das mit dem Flipper? Na, so ist das, wenn man so ein Spielzeug normalerweise nicht hatte. Also ich empfinde den Backlock als diesen Liner-Lock schwer zu schließen. Naja, egal. Ich guck mal später nochmal hier rein. Ich mache mir jetzt erstmal meinen Mittag. Und zwar, ich habe schon auf meinem Hobo stehen Wasser zum Kochen. Da gibt es jetzt von Alnatura. Hälfte habe ich schon probiert mal. Und jetzt ist die zweite Hälfte, die zweite Portion, diese Bulgurpfanne mediterran. Das ist echt cooles Zeug. Der steht auch hier drin. Packungsinhalt in einen Topf mit 670 ml kaltem Wasser anrühren und zum Kochen bringen, unterrühren, bei geringer Hitze ca. 8 bis 10 Minuten köcheln lassen. Fertig. Also, das gibt's heute bei mir Mittag. Bis gleich. So. Das ist natürlich immer ein ständiges Füttern von so einem kleinen Hobo. Und es dauert bei mir ungefähr 10, 12 Minuten, bis Wasser wirklich kocht. So.
400-500 Milliliter. Ich melde mich wieder, wenn das Essen fertig ist. So. Geht wirklich schnell. Aufpassen, dass mir das unten nicht dann gleich anbrennt. Also dann. Jetzt wird gleich gemampft. Kosten. Das sieht aber schon so fertig aus. Ja, ist fertig. Lecker, lecker. Also gut, Leute. Und als Nachtisch gibt es dann gleich noch Studentenfutter. Michael, vielen Dank. Also dann, tschüss.